So, dann wollen wir jetzt mal schauen, wie weit wir hier noch kommen. Die Leichen pflastern da unten unseren Weg und damit ein herzliches Willkommen zurück zu The Forest. Schlachten, was das Zeug hält. Nein, so, jetzt haben wir jetzt hier fast die erste Defense wohl ja stehen. Da hinten ist das Dorf. Ja, wir sind Vollballer. Ja, wir haben hier direkt neben dem Dorf gebaut. Aber egal. Wir gucken jetzt erstmal, dass wir hier noch ein bisschen was dran bauen. So, 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 zack. Das müsste eigentlich dann, ja, das ist okay. So. Jetzt schauen wir erstmal, was haben wir? Wir haben kein Alkohol mehr. Das ist natürlich sehr schlecht. Ja, wir gucken mal. Wo war denn unsere Stelle, wo wir immer reingesammelt haben? Aber da, ich glaube, da liegt nichts mehr, weil wir schon alles abgegrast haben. Oder? Na, hier liegen nur Beine. Ey, kein Alkohol mehr. Schade. Okay, was ist das denn? Noch ein Kochtopf. Super, nee, die können wir nicht essen hier. Die sind nicht gut. Nicht gut für den Bauch. Aber ich würde sagen, wir hauen erstmal noch ein paar Bäumchen weg. Wir sind ja noch ganz frisch dabei. Ich bin gespannt, ob wir jetzt erstmal Ruhe haben, weil wir ja so viele von den Fred Feuersteins in die Wildnis, in die... Oh, warte. Ach, schade, er hat uns wieder... Ach. So. Oder ob sie dann jetzt bald wieder auftauchen. Wer weiß schon. Wir probieren einfach mal unser Glück, wie weit wir hier kommen. Wir haben natürlich schön nah am Dorf gebaut. Aber... besser als im Dorf bauen. Ich glaube, das wäre noch unsinniger. Pling, plong. So, das nehmen wir uns schon mal mit. Dann machen wir jetzt erstmal hier ein paar Bäume weg. Solange die Kollegen nicht wieder auftauchen. Das Problem ist nur, wir haben keinen Alkohol mehr. Um uns irgendwelche Molotow-Cocktails bauen zu können. Das ist natürlich doof. Okay. Da sind natürlich auch die Bäume super weit geflogen. Och, eine Riesenschildkröte. Ja, wie geil ist das denn? So, wir sind aber auf jeden Fall frisch dabei. Und können dann jetzt erstmal... Ui! Hier ein bisschen... Nein. Nein, nicht schon wieder. Ich sehe keinen. Ah, da ist er. Ey, was machst du in meinem Lager? Alter, wolltest du dich an den Leichen laben, mein Freund? Das kannst du vergessen. Aha. Okay. Ich glaube, der verpieselt sich wieder. Nein, da sind die Nächsten schon. Shitte Fuck. Drei Mann. Oh, nein, so ein Feuerfuzzi. Nein, 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 nein. Nein, nein. Nein, nein. Der ist scheiße, der ist scheiße, der ist scheiße, der ist scheiße. Der ist richtig scheiße. Ja, ich habe deinen Kollegen getötet und du bist der Nächste. Du kannst nicht gewinnen. Du kannst nicht gewinnen. Nein, diesmal nicht. Diesmal nicht. Diesmal gar nicht. Aua!
Nein, nein, nein. Oh shit, der Fuchs, der hat uns gekriegt. Das heißt, wir sind tot? Nein. Das heißt, wir haben ein ernstzunehmendes Problem. Wir sind in der Höhle. Oh Scheiße. Wir sind echt in der Höhle gefangen. Und ich habe keine Ahnung, wie wir herauskommen. Oh. Oh, Kinders. Ach, da ist ein Seil, das nehme ich mit. Oh, fuck. Ich kann nur hoffen, dass die uns nicht hören. Oh, hier liegen die Gebeine rum. Oh, geil. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ich weiß nur, wir haben ernsthafte Probleme. Scheißendreck. Jetzt ist die Frage, gehen wir jetzt noch tiefer in die Höhle? Oder kommen wir hier... Hier fliegen wieder die Koffer durch die Hütten. Oh, Scheiße. Ich will hier raus. Ich will hier nur raus. Okay, wir gucken mal, wie weit wir kommen. Jetzt müssen wir echt aufpassen. Man hat uns hier voll in den Arsch gekniffen. Okay, wir werden erstmal... Hier ist nur Geld, ne? Ja, können wir uns ein paar Bomben von bauen. Mehr aber auch nicht. Wer will schon Geld? Ich will kein Geld, ich will hier raus. Geil. Nee, echt geil. Hier kommen wir nicht weiter. Wir müssen also irgendwo anders raus. Ja, das war toll, toll, toll. Da war man ein wenig zu übermütig und da haben wir einen vor den Kopf gekriegt. Jetzt müssen wir natürlich schauen, wie wir das hier wieder ins Lot bekommen. Wir müssen was... Ah, zum Glück haben wir noch ein bisschen Energy, aber wir haben... Ja, wir haben sonst nichts mehr. Okay, wir gucken mal. Wir müssen hier echt aufpassen. Hier steht ein Effigy. Vielleicht ist das ja der Weg zum Ausgang. Ich hoffe es mal. Weil im Moment habe ich überhaupt kein... Ah, da ist ein Ausgang. Ja, da ist der Ausgang. Geht das? Ausgang. Stöcke brauchen wir keine. Wow, wir haben es geschafft. Wir sind draußen. Wir sind raus aus der Höhle. Okay, können wir erstmal das Licht ausmachen. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Da hinten ist unser Haus. Wo sind wir denn hier überhaupt? Oh Scheiße, da ist das Dorf. Okay, beim nächsten Mal müssen wir wirklich, weil das nächste Mal wird es nicht geben. Oh, sie schreien wieder. Wenn sie uns das nächste Mal hier erwischen, sind wir tot. Aber sowas von tot, das gibt's gar nicht. Oh Scheiße. Das sind zwei. Zwei Mann. Okay, dann werden wir jetzt zuerst mal in unsere alte Festung flitzen. Einfach laufen. Nicht zurückschauen, nicht zurückschauen. Und hoffen, dass wir da schon mal ankommen. Wow, der war nicht gut. Der war gar nicht gut. Du da.
Also wir werden auf jeden Fall nicht verfolgt. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. So, wir sind aufgeladen. Los geht's. Dann schauen wir jetzt erstmal, dass wir in unsere Festung kommen, in unsere alte. Um uns erstmal zu regenerieren. Und dann geht's zurück. Weil so schnell lassen wir uns da ja nicht vertreiben. So, jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir hier nicht einen vor den Latz kriegen. Das sieht gut aus. Sind hier die Bäume wieder gewachsen? Es sieht ganz danach aus, ne? Hier ist alles wieder gewachsen. Nein, doch nicht. Wir sind unterhalb gewesen. Nicht wirklich. Hier ist nichts gewachsen. Okay, da müssen wir jetzt erstmal gucken, dass wir ein paar Lizzies finden. Wir sind, das ist ein Waschbär. Ich will kein Waschbär. So, dann werden wir auf jeden Fall, wow, wir sind hier zu Hause, in unserem ersten Heim. So, den ersten Lizzie haben wir. Aber das reicht nicht. Okay. Essen müssten wir jetzt nicht unbedingt. Der Baum ist auf jeden Fall nicht mehr wieder gespawnt. Wir schauen mal, ob wir hier ein paar Lizzies finden. In der Zwischenzeit. Hier sind nur Waschbären. Jede Menge Waschbären. Ja, wir werden nicht drum herum kommen. Wir müssen auf jeden Fall was tun. Und die Panzerung ist schon wichtig. Ohne Panzerung. Wir gucken mal hier. Hier laufen auch oft die Lizzies rum. Hier laufen irgendwie nur die Karnickels rum. Oh, da ist ein Lizzie. Oh, Alter, es lauft nicht wieder weg. Lauf nicht weg, lauf nicht weg, lauf nicht weg. Hey, Alter, das gibt's doch gar nicht. Da kannst du mal aufhören, hier rumzulaufen. So, habe ich doch gesagt. Hör auf einfach. Bleib einfach stehen. Ich kriege dich doch sowieso. Ne, das ist ein Waschbär unter Wasser. Guck mal da. Jawohl. So, wieder ein. Boah, sind hier viele Waschbären. Alter Falter. Ey. Okay, wir gucken uns mal. Ah, da hinten ist schon wieder ein Eingeborener. Da hinten läuft er. Ja, sie sind also doch noch sehr, sehr extrem vertreten, obwohl wir so viele von ihnen in die Wüste geschickt haben. Hat uns das nicht unbedingt geholfen. Aber so schnell geben wir ja nicht auf, meine Fresse. Wo ist er hin? Hinten steht einer. Aha. Okay, also sie sind hier mehr als nur genügend von den Kollegen da. Alter Schwede. Ja, komm her, du Spacko, ey. Zwei Mann. Zwei Mann! Zwei Mann. Okay, wir werden uns nochmal dem Kampf stellen. Wir haben zwar nur... Wow, zwei auf einmal. Ah, die kloppen sich erstmal. Okay, lass die sich mal den Schädel einschlagen. Dann brauchen wir das nicht zu machen. Geil, die hauen sich da richtig die Birne breit. Jawohl.
Ja, schlacht euch tot, schlacht euch tot. Bams. Okay. Mann, hier ist da Ringel Pizza mit anfassen oder was? Ding Dong. Ich glaube, der hat ihn platt gemacht. Ne, immer noch nicht. Oh, hier sind noch mehr von den Kollegen. Oh. Ey, jetzt kommt er alle auf mich oder was? Hat er vergessen. Ja, wo sind sie denn jetzt schon wieder? Hallo, mein Freund. Okay, wir haben ernste Probleme wieder. Weil der will. Alter Schwede. Wir haben volle Lotte auf uns abgesehen, glaube ich, hier. So, dann machen wir ein bisschen Feuer. Wow! Da ist es Schluss hier. Jetzt bin ich aber leid hier. Verdammt nochmal. Verdammte Hacke. Okay. Da läuft noch ein Lisi. Okay. Es scheinen noch mehr von den Kollegen zu kommen. Es scheint noch nicht. Oder? Doch, es scheint so zu sein, dass die Kollegen erstmal weg sind. Was? Jetzt geht da uns die Musik los, oder wie? Ah, supi. So, wir brauchen auf jeden Fall ein paar Lizards. Da führt kein Weg dran vorbei. Naja, ist ja gut jetzt. Wir haben es geschnallt. Hier ist kein Mensch mehr. Hier ist keiner mehr. So. Hier sind keine Lizzies mehr. Waschbären, bis der Arzt kommt. Ich glaube, wir haben zu viele Lizards umgebracht, deswegen finden wir keine mehr. Ich sehe auch nicht wirklich noch jemanden hier rumlaufen. Also die Eingeborenen sind erstmal weg. Den einen haben wir gekillt. Wunderbärchen, und die Sonne geht langsam unter. Und deswegen werden wir uns jetzt gleich mal schön in unsere Festung da zurückziehen. Sicher ist sicher. Okay, ich höre sie wieder. Unsere Freunde kommen schon wieder zurück. Aber da ich im Moment keine Lust auf diesen Kampf habe, das könnte nämlich ganz böse für uns enden. Und es wird dunkel. Sollten wir auf jeden Fall sicherheitshalber mal in unsere Festung gehen. So, einmal Feuer machen. Hier auch. Da hinten laufen sie rum. Okay, wir gehen besser. Weil das sind mir dann doch, glaube ich, ein paar zu viele. Wieder mal. Ja, da sind sie wieder. So, wir gehen mal hoch ins Baumhaus. Und gucken mal, was wir da so entdecken. Ja, da ist hier so ein Feuervogel dabei. Den muss ich jetzt nicht wirklich haben. Kommt auch nicht so gut, deswegen
Lassen wir es erstmal gut sein. Jetzt läuft da draußen der Lizzie rum. Ich glaub's ja wohl nicht, ey. Na, der Feuerfuzzi ist nicht gut. Die ist nicht gut, das ist nicht gut. Und wir haben jetzt auch nichts mehr an Alkohol. Das, wir könnten noch eine Bombe bauen. Und schießen können wir sowieso nicht. Das geht ja nicht. Da frage ich mich, wofür haben wir die überhaupt gefunden? Okay, dann würde ich sagen, an dieser Stelle jetzt mache ich einen kleinen Break. Ich speichere jetzt erstmal ab, sicherheitshalber. Schwupp. Die scheinen sich da hinten hier den Kopf einzuschlagen, oder was machen die? Man weiß es nicht so. Mal gucken, ob wir schlafen können. Es ist dunkel. Ah, da hinten sind die Kollegen. Sie haben sich gerade Licht angemacht. Aber zum Glück sind wir hier oben schon mal sicher. Ja, das sieht übel aus da hinten. Das sieht echt übel aus. Leider können wir nicht schießen. Das wäre noch gut gewesen, aber es geht leider nicht. So, wir sind aber hier erstmal sicher. Das ist schon mal viel wert. Lassen wir die Kollegen mal da hinten ihr Gute-Nacht-Gebet machen. Gut, dann bedanke ich mich an dieser Stelle ganz herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Bis dahin, tschüss Leute!